Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute ein Thema gefunden, was heutzutage gar nicht mehr selbstverständlich ist, aber ich finde es eben schon. Aber wir müssen auch heute darüber reden. Es geht um Stillen oder Nichtstillen von einem frisch geborenen Baby. Und das Thema möchte ich gerne mit einer Ärztin aus der Swiss Mountain Klinik diskutieren, besprechen. Sie kennen sie auch aus unseren beliebten Kochsendungen, der Dr. Kitchen Talk, die Dr. Friederike Wiechel. Herzlich willkommen, liebe Friederike. Schön, Alexander. Danke, dass ich wieder da sein darf. Sehr gerne. Danke vielmals. Reden wir über Stillen. Ich höre sehr Kontroverses. Also ich weiß, natürlich ist natürlich das Stillen das Beste. Auf der anderen Seite habe ich einige Ärzte, die sagen, wenn sie die Muttermilch analysieren im Labor, da stehen ihnen die Haare zu Berg, man darf das Kind gar nicht mehr stillen vor lauter Belastung. Das ist so. Das ist auch ein Problem der heutigen Zeit. Das ist unsere Generation, die einfach so toxisch belastet ist, dass natürlich auch die Muttermilch am Ende des Tages sehr belastet ist. Und man sagt immer, dass ja, das Stillen für die Frau mit der stärkste Entgiftungsmechanismus ist. Also die Frau entgiftet über die Muttermilch und wer bekommt das? Das Kind. Und dementsprechend sind natürlich die Kinder auch sehr hoch belastet. Und deswegen appelliere ich immer an meine Freundinnen oder auch an jüngere Patientinnen, die noch Kinderwunsch haben, sich bewusst zu sein dessen und auch vor der Schwangerschaft sich zu entgiften. Also das ist ein großes Problem, da hast du recht. Wie sieht denn so eine Entgiftung aus, wenn sich jetzt eine Dame dazu entscheidet, ja, ich möchte vielleicht irgendwann mal wirklich schwanger werden? Wie lange geht das? Eine Woche, zwei, ein Monat, ein Jahr? Ach so, nee, das dauert schon ein bisschen länger. Also ich würde mir da wirklich so 3 bis 6 Monate auch Zeit nehmen und nicht nur ich, sondern auch mein Partner. Und dann muss man natürlich erstmal schauen, was sind da so für Umweltgifte da? Also sind es toxische Belastungen, sind es Pestizide, Herbizide und so weiter? Was habe ich auch in meiner Ernährung an Giftstoffen, denen ich mich täglich auch immer wieder aussetze. Und dann gibt es wirklich bestimmte Protokolle. Mit dazu gehört natürlich immer die Leberentgiftung. Die kann man zu Hause sehr gut durchführen. Die kann man aber auch in gewissen Zentren machen. Bei uns ist es so unser Herzstück in der Klinik. Und dann geht es daran, diese Gifte auszuleiten. Und das kann man über Mikronährstoffe tun. Also die ganzen Algenpräparate muss ich natürlich auch gucken, wo kommt die Alge her, Chlorella, die ich verwende. Nicht jede Chlorella-Alge ist gleich. Ich habe die Möglichkeit über die Chelate, also DMPS, DMSA, EDTA. Joachim Mutter hat dir da schon viel erzählt, Dr. Klinghardt, die, wo man so ja als Infusion oder auch Kapseln entgiften kann. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, und das ist wirklich toll, über die Inosphärese, also diese Blutwäsche. Durch diese Umweltfilter kann man wirklich das, was im Blut gerade zirkuliert, rausfiltern. Und damit habe ich umgehend eine verbesserte Entgiftungsleistung. Meine Leber kann auf einmal viel besser atmen, die Nieren bekommen, können besser ausscheiden. Und auch in meinem Lymphsystem ist wieder Entlastung. Und es gibt wirklich Erfahrungen, gerade von dem Mutterhaus da in Cham zur Inosphärese. Nach 1, 2 Inosphäresen, sowohl Mann als auch Frau, auf einmal 9 Monate später war das Kind da. Also die Entgiftung spielt eine große Rolle. Aber auch individuell schauen, was braucht das Paar jetzt? Welche Belastungen liegen da? Und dann eben wichtig, sich auch dafür Zeit zu nehmen. So unter Stress wird man weder schwanger, noch kann man sich entgiften. Weißt du, ich möchte gerne auf diesem Thema noch ein bisschen rumhaken, weil es ist nicht... Wir haben auch 4 Kinder, wir haben uns nie um eine Entgiftung gekümmert. Wir haben einfach ein Kind geplant, es wurde schwanger und so weiter und so fort. Aber dass wir heutzutage sogar den Fokus darauf haben müssen, dass wir, bevor wir schwanger sind, wirklich noch entgiften, ist ja echt sehr traurig. Das ist traurig, aber das Problem ist, es ist ja noch nicht mal in den Köpfen der Frauen drin und schon gar nicht in den Männern. Vielleicht durch QS24 und die ganzen Blogs, die es überall gibt, steigt das Bewusstsein. Aber viele wissen es immer noch nicht, wie wichtig das ist. Die Menschen können sich ja auch nicht vorstellen, dass das Aluminium vom Himmel rieselt. Also das ist so, ja, die Menschen müssen wacher werden. Und gerade wenn es an die neue Generation geht, dann muss ich als Mutter, als zukünftige Mutter und auch als Vater doch
die Voraussetzungen schaffen, dass meine Schwangerschaft gesund ablaufen kann und dann auch dieser ganze Stillprozess. Und selbst wenn ich vorher ausgeleitet habe, wird das Kind noch eine gewisse Belastung in der Muttermilch mitbekommen. Das ist ganz normal, weil die Belastung ist wie die Parasiten. Wir wissen nicht, wo sie sitzt, in welchem Wasser, was wir trinken, die Nahrungsmittel, die wir essen. Also die Luft, die wir atmen, das ist ganz wichtig. Wichtig ist, wenn man dann geboren hat und sich entscheidet und sollte eigentlich auch das Kind zu stillen, weil es gibt nichts Hochwertigeres für das Kind eigentlich wie die Muttermilch, dass man dann natürlich nicht mehr mobilisiert und ausleitet, sondern dass man dann alles dafür tut, die Gifte, die in uns schwimmen, die zu binden. Ne? Das ist das wirklich Wichtige, bloß nicht mobilisieren, sondern binden. Ja. Binden. Ich mag mich erinnern an ein Interview, das ich mit dem Professor Ionescu hatte. Der ist einer, der hat eine Hautklinik in Deutschland. Mhm. Die war früher immer mit Patienten von 20 bis 80 Jahren besetzt. Heute ist sie voll mit Babys. Schön. Nein, traurig. Die kommen auf die Welt und haben Neurodermitis. Ach so, so meinst du, ja. Die sind total krank. Wir haben sie mal gesehen. Da hat sie total eingewickelt, von Kopf bis Fuß, dass sich diese Baby nicht kratzen. Die schreien nur vor lauter Schmerzen. Mhm. Da reißt einem das Herz auf, ihm ja auch, aber er sagt effektiv, das ist wirklich, die Mutter war vergiftet und hat einfach ins Kind entgiftet. Klar, das ist, aber das Kind wird ja dann auch, ne, mit 2, 3, 4, 5 Monaten geht es ja dann los, da kriegen die Spritze. Also das Kind bekommt ja auch noch die Gifte dann zusätzlich dazu, ne, und kommt völlig aus seinem natürlichen Gleichgewicht. Ja, das ist echt traurig. Gut, wir entgiften jetzt aber, du hast aber vorne noch in einem Satz gesagt, aber der Mann auch. Ja, das warum? Ist, na, weil das, hey, dass die Schwangerschaft gut und reibungslos ablaufen kann und ein gesundes Kind wachsen darf, hängt ja auch von der Spermienzelle ab. Das ist ja Eizelle, Samenzelle. Es ist ja nicht nur von der Mutter allein abhängig. Also nicht immer die Frau muss alles machen, sondern der Mann soll gefälligst auch machen. Ja, und es geht ja auch heutzutage, haben wir ja auch das Thema, es ist ja nicht mehr normal, schwanger zu werden. Ist das wirklich schon so ein großes Problem? Das ist ein großes Problem. Und da muss ist natürlich auch die Spermienqualität von ganz wichtiger Bedeutung. Hm. Da hat mir der Mutter kürzlich erzählt gehabt, eine Studie aus der Schweizer Rekrutenszene, die Soldaten der Schweiz, die haben wir mal getestet über Jahre hinweg und die Spermien sind heute noch ein Drittel und die meisten schwimmen schon gar nicht mehr. Also da fragt man sich auch den Zusammenhang vom Handy, eher in der Nähe der Genitalien, ob da ein Zusammenhang besteht. Lassen wir das mal als Verschwörer so stehen, wer weiß. Ja, aber das ist schon ein Thema, was man auch, hast du definitiv recht und man muss es gar nicht so aufweiten, aber da ist auch wieder das Bewusstsein, ne? Gerade die Mutter, die sich entscheidet zu stillen, ne? Das Stillen ist mit das Schönste, was einer Frau eigentlich passieren darf. Und es zeigt uns auch wieder, dass wir Menschen soziale Wesen sind. Ne? Also die Mutter-Kind-Bindung dann. Mhm. Das ist ja auch das Stillen. Das Stillen ist ja nicht nur Füttern. Das Stillen ist Bindung. Dafür haben wir auch unser Bindungshormon, das Oxytocin. Und wenn die Mutter denn die ganze Zeit nur hier am Handy ist und das Handy noch nah an der Schädelkalotte, die Kinder absorbieren viel mehr Strahlung, das Hirn, der Kopf doppelt so viel, das Knochenmark 10-mal so viel. Das ist Radikalstress pur, das macht DNA-Schäden. Also diese kleinen Wesen da auch zu schützen und als Mutter verantwortungsbewusst auch damit umzugehen, ist ganz wichtig. Und auch, also mein Handy war immer aus und immer weg, zum Leidwesen meiner Freunde. Aber mir war einfach das Kind wichtig, mir war auch die Zeit mit meinem Baby wichtig. Ich habe mal gelernt, dass bei kleinen Kindern es so 3 Starts gibt, für das Immunsystem zu stärken. Einerseits der normale Geburtsvorgang, andererseits, dass man sie dann sofort an die Brust nimmt, an der Umwelt aussetzt und das Dritte ist das eben das Stillen. Das heißt, diese 3 Komponenten eigentlich die Basis ist für ein gesundes Leben deines Kindes. Das ist so, das hast du gut gelesen und richtig gelesen. Also gerade die Muttermilch, das Kolostrum, die so in den ersten Tagen nach der Geburt produziert wird, ist eigentlich so mit die wichtigste. Ne? Man sieht auch, die ist so ja ganz fett, ganz gelblich. Da ist wirklich ganz, ganz viele Bakterien drin, die sich dann hier im Darm ansiedeln können, weil das Mikrobiom des Kindes muss sich ja erst noch formen. Und wir wissen, 80% des Immunsystems sitzt nun mal im Darm. Und das andere ist, da gibt es eine Studie, da hat man 75 Frauen aus Guatemala mal untersucht,
über langen Zeitraum. In Europa ist es nämlich leider so, wer stillt denn hier schon mehr als 3 Monate? Es ist ja unbequem für die Frau und überhaupt die Brust, das ist ja eigentlich wie ein Sexualorgan. In Frankreich zum Beispiel ist es ja leider so, dass die Frauen teilweise gar nicht mehr stillen, weil die künstliche Milch ersetzt alles. Und eben in diesen anderen Ländern wie in Guatemala zum Beispiel, da ist es noch üblich, die Kinder lange zu stillen. Und dann hat man beobachtet, wie viele Bakterien sind eigentlich in der Muttermilch und verändert sich auch das Bakteriumspektrum über die Zeit. Und man hat gesehen, dass da wirklich so ein ganzes Ökosystem in der Muttermilch ist. Über 1500 Keime hat man gefunden. Und gerade zu Beginn waren das so Staphylokokken, Streptokokken, die sich dann in der im Darm ansiedeln und das Kind auch vor natürlichen Eindringlingen schützen. Und später waren es dann so eher Bakterien, die auch dann so Antikrebsstoffe produzieren. Ne? Mhm. Also wirklich wahnsinnig interessant und man darf nicht unterschätzen, wie viel Wert eigentlich die Muttermilch für das Kind hat, dass sich das Immunsystem, dass sich das Mikrobiom gut formen und bilden darf. Also gesunder Darm, gesundes Kind. Ja. Genau, und der Darm, gerade wo du sagst, diese Hauterkrankungen, neben der Entgiftung spielt natürlich der Darm eine Rolle. Ne? Müsste man mal schauen mit den Kindern, haben die überhaupt Muttermilch gesehen? Haben die künstliche Ernährung bekommen? Also das ist wirklich eine große Frage der heutigen Zeit. Jetzt erinnere ich mich gerade nochmals, was er noch gesagt hat, die UNESCO, in der Muttermilch hat sehr viel Glyphosat drin. Ja. Dachte ich mir, das gibt's doch gar nicht. Das ist ein Pflanzenschutzmittel. Was soll das da in der Brustmilch sein? Also unglaublich. Naja, es ist in unserem Körper, in unserem weiblichen Körper. Und niemand ist, glaube ich, mehr davon befreit. Man kann das nachmessen lassen im Labor und man wird erschrecken. Ne? Und das Glyphosat, das stört ganz, ganz stark unser Mikrobiom. Das fördert, kann leise, stille Entzündungen schon bei den Kleinen fördern. Und es lagert sich gerne in der Schilddrüse an und überall. Also hochtoxisch, hochtoxisch. Also man muss, ganz kurz, man muss abwägen, ne? Wenn ich mein Kind stillen möchte, bin ich eigentlich toxisch total belastet und schon verseucht. Ja, dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll, aber ansonsten ist natürlich die Muttermilch das Hochwertigste, was ich dem Kind geben kann. Jetzt gibt es ja, du hast das vorhin in einem Satz noch gesagt, eben auch immer mehr die Bewegung, dass es gar nicht mehr so schick ist zu stillen, sondern ich weiß nicht, ob sich die Brust noch verändert durch das Stillen oder warum es die das machen, keine Ahnung, vielleicht weißt du das. Also ich kann da einfach nur von einem Beispiel reden. Da war ich bei einer Hochzeit bei meiner engsten Freundin und aus Frankreich, weil ich war zu Schulzeiten ein Jahr in Frankreich und nach 10, 15 Jahren habe ich diese Frauen alle wieder getroffen. 5 Frauen, alle Kinder. Und alle sagten, sie haben ihr Kind nicht gestillt. Und dann sagten sie mir, ja, hier in Paris ist das Mode, weil die Brust gehört der Frau. Und überhaupt die künstliche Nahrung heutzutage, Friederike, die hat doch alles, was das Kind braucht. Ich wollte von dieser Hochzeit weg. Ich war sowas von erschrocken und empört auch über die Frau von heute, die verlernt hat, was es heißt, Mutter zu sein, die verlernt hat und gar nicht mehr weiß, was eigentlich so ein Kind für ein Wachstum braucht. Das ist wie so ein Hund teilweise, der da mitgeschleppt wird. Also Emanzipation ist ja schon gut, aber irgendwo hat es auch Grenzen, oder? Also es hat Grenzen, weil es ist die Gesundheit des Kindes. Mhm. Ne? Und das, dann kaufen Sie Ihre Milch und dann legen Sie sie noch schnell in die Mikrowelle, damit schön 37 Grad ist, oder? Und das macht mich so traurig, weil die Muttermilch ist das. Ne? Also nicht nur, dass sie hygienisch einwandfrei ist, dass sie immer verfügbar und wohltemperiert ist, sondern auch, weil die andere Milch hat einfach nichts mehr natürlich zu tun. Es gibt natürlich Frauen, das sind teilweise schwere Geburtstraumata, denn in der Familie gibt es Situationen, die einfach wirklich dazu führen, dass vielleicht die Frau keine Milch produzieren kann. Das sind Ausnahmen und dann darf man auch dankbar sein, dass man gewisse Pulver oder auch dann ja vielleicht vom Bauern die Ziegenmilch oder so hat, aber das sollte doch immer die Ausnahme sein und nicht die Regel. Ich erinnere mich gerade an eine Dame, die mir das mal erzählt hat, die hat gesagt, nach der Stillzeit war einfach leer, alles hängt nur noch und dann hat sie sich dann aber auch dann die Brust noch machen lassen, modern, dass sie wieder steht. Ist das so ein Punkt, dass einfach die Stillzeit eine Frau sehr stark auslaugt? Das ist so, klar. Frag mal deine Frau,
pro Schwangerschaft, pro Stillzeit ein Zahn. Das sagt man ja früher so und das ist tatsächlich so. Also auch die Frau muss daran denken, dass sowohl in der Schwangerschaft auch als in der Stillzeit, dass wir an unsere Reserven gehen und meine Ernährung muss so hochwertig wie möglich sein. Ich muss Nahrungsergänzungsmittel wirklich zu mir nehmen. Allein für die Gehirnentwicklung des Kindes ist ja Omega-3 total wichtig. Ja, das geht schon durch die Nabelschnur zum Kind. Und wenn die Frau nicht zu sich nimmt, ja wo, dann zieht der Körper von seinen eigenen Reserven. Und auch die Mineralien natürlich sind ganz, ganz wichtig. Ne? Nicht umsonst haben Schwangere oft Krämpfe, ne? Gerade so nachts. Fallen die Haare aus, fällt mein Zahn aus. Also ich muss schon als Frau dafür Sorge tragen, dass ich ausreichend mit Mikronährstoffen versorgt bin. Was würdest du da empfehlen? Aminosäure, Zink, Selen? Ja, Aminosäuren, also wenn ich nicht vegan lebe, sondern auch Fisch, Eiweiß auch aus guten Quellen und Eiern ab und an mal esse. Ne? Milchprodukte würde ich wirklich nicht empfehlen, aber eben diese tierischen Eiweiße schon. Dann natürlich Omega-3-Fettsäuren unbedingt zu sich nehmen. Gerne auch wirklich Kokosöl als Energiequelle nehmen. Auch mal Leinsamenöl, gutes Olivenöl ist auch sehr wichtig. Und natürlich Vitamin C, Zink, Selen, B-Vitamine sind wirklich wichtig. Kann man ja dann so als Komplexpräparat erhalten. Und ich habe ganz viel auch Smoothies gemacht einfach, weil sie eine hohe Nährstoffdichte einfach haben, voller Vitalität stecken, Wildkräuter zu sich nehmen. Vitamin D ist ganz wichtig, ne, das ist gezeigt. Also wenn so ein junges Paar zu euch in die Klinik kommt, zum Beispiel sagt, ich möchte zuerst mal entgiften, dann lernen sie nachher aber auch in dieser Zeit drin auch, was dann nachher für sie wichtig ist oder welche Nahrungsergänzungsmittel für sie allenfalls wichtig ist, um die Depots aufzufüllen. Ja, man kann das ja auch nicht verallgemeinern. Ne? Wir machen ja wirklich immer auch Mikronährstoffanalysen dann im Blut und schauen, was fehlt. Du kannst es den Menschen teilweise schon ansehen, was ihnen fehlt und musst ihnen nur zuhören. Also da gucken wir dann individuell, was es braucht. Okay. Und während der Stillphase, gibt es da auch während dem Stillen etwas, was du eigentlich empfehlen würdest, den Damen zu supplementieren, nebst der hochwertigen Nahrung? Ja, naja, da ist es eigentlich das Gleiche. Ne, wirklich Mineralien, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D, Zink. Zink, ganz, ganz wichtig. Dann kommen wir jetzt mal rüber zu dem Fall, wenn eine Dame tatsächlich nicht stillen kann, nicht weil sie nicht will, sondern es geht nicht, weil die Milch zu belastet ist zum Beispiel oder es hat andere Gründe. Was kann sie denn da machen, um einem Kind nebst dieser 0815 Milch, die es da gibt, eigentlich dem Kind das bestmögliche Milieu zu verschaffen für den Darm? Also auch das muss man wirklich immer individuell betrachten. Ne? Die Ziegenmilch ist von der Eiweißoberfläche so, dass sie für den Menschen sehr gut verträglich ist, weil sie ist fast gleich. Mhm. Okay? Das heißt, wenn ich wirklich einen guten Bauern an meiner Seite habe, wo ich Ziegenmilch haben kann, dann ist das wunderbar. Man muss natürlich aufpassen, gerade einige empfehlen dann Rohmilch, aber Rohmilch kann auch wieder den Erreger haben, wie Lambien zum Beispiel. Ne? Ansonsten gibt es ja auch diese Fertigpulver auf Ziegenmilchbasis, die man ersatzweise mal wählen könnte. Richtiger wäre aber wirklich so Ziegenmilch von einer Kuh meines Vertrauens. Und dann kann man auch, meine Mutter hat früher immer selbstgemachte Mandelmilch gegeben. Also aus der Mandel vegane Milch zubereitet. Und dann kann man da auch sehr gut, die Muttermilch ist ja voller Laktose. Ne? Das ist ja, die Laktose ist der Milchzucker in hoher Konzentration, neben noch ganz vielen anderen Zuckern und Oligosacchariden in der Milch. Aber man kann dann Schisslersalze hinzufügen noch zu dieser Mandelmilch als Laktosequelle und dann auch als Mineralienquelle zum Beispiel. Man kann auch dann ein bisschen noch, gibt es so bestimmte Zucker, die in hoher Konzentration auch in der Milch sind, zum Beispiel Tagatose. Das ist ein Zucker, der wird auch aus Milchzucker gewonnen. Der hat keinen Einfluss eigentlich so auf den Energiehaushalt, aber er füttert die guten Darmbakterien und ist in hoher Konzentration in der Muttermilch vorhanden. Man könnte Probiotika noch zuführen, man könnte diese Mandelmilch mit Omega-3 anreichern. Also da muss man dann so ein bisschen individuell schauen, was ist für die Mutter möglich auch zu handeln. Ne, jeden Tag Mandelmilch herzustellen ist auch schwierig.
ne? Oder eben auf Ziegenbasis. Du hast vorhin gerade noch das Wort Probiotikum erwähnt, also das heißt so Kapseln mit Bakterienstämmen einfach noch. Genau, dazu oder es gibt auch Tropfen, die man den Kindern dann so geben kann. Ne? Und in den Tropfen sind die Bakterien schon drin? Mhm. Weil das ist schon auch cool, so etwas suche ich auch schon lange, ob es das gar nicht gewusst, dass es gibt. Doch, das gibt es. Ne? Das haben wir, also die Mama hat das vorher immer ganz, ganz viel verschrieben und den Kindern kann man ja einfach so die Tropfen so im Mund machen. Ne? Also da muss man dann, ja, je nachdem, das ist wirklich individuell anzupassen, aber es lohnt sich wirklich, darüber nachzudenken und das ist eigentlich die eigentliche Botschaft. Ich muss darüber nachdenken, wie ich mein Kind füttere. Es ist eben nicht nur, ich greife die Packung im Regal, pack sie ein und rühre die Milch an, stecke sie in die Mikrowelle und fütter mein Kind. Nee, nee. Aber so lernen wir es eigentlich. So lernen wir es. Und wie gesagt, in einigen Ländern ist es ja auch gang und gäbe. Die Mikrowelle erschreckt mich dann immer wieder, oder? Wenn man sieht, wie das Zeug dann einfach da drin wirklich zwar warm ist, aber tot, oder? Klar. Da nichts mehr drin ist, was dem Kind gut tun würde. Klar. Im Kindergarten, ich habe gesagt, meine Kinder keine Mikrowelle. Ne? Auch das ist das, was ich sagen muss. Ich muss als Mutter, wenn ich auf Fremdbetreuung angewiesen bin, wirklich sagen, das möchte ich nicht. Aber dich nimmt man ja auch ernst, du bist Ärztin. Aber wenn dann sonst einfach so als Mutter zum Kindergarten geht und sagt, meine Kinder keine Mikrowelle, dann hat sie schon einen harten Fight vor sich. Ich weiß, ich weiß. Und dann gilt es wirklich abzuwägen. Man darf auch nicht, das ist ganz wichtig, nicht dogmatisch sein. Einmal Mikrowelle toleriert mein Kind vielleicht, aber wenn es den ganzen Tag in der Krippe ist, Mittag, Nachmittag und dann noch am Vormittag, dann ist das wirklich eine Katastrophe. Ne? Mhm. Diese leblose Nahrung den ganzen Tag zu sich zu nehmen. Da hilft es ja vielleicht auch den Müttern, diese Sendung zu schauen, sich zu informieren und einfach ja dann auch mit schlagkräftigen Argumenten zu agieren. Ne? Klar, natürlich. Geht gar nicht anders. Ja. Ich glaube, das Thema ist durch. Also Stillen extrem wichtig. Das war mir schon bewusst. Ja. Speziell eben auch diese Mutter-Kind-Beziehung. Ich glaube, diese soziale Zeit miteinander, diese Verbundenheit, das ist natürlich für das Sozialwesen des Kindes wahrscheinlich von immens großer Bedeutung. Wenn ich da immer wieder höre, was Psychologen sagen oder Psychoneuroimmunologen, wie das wichtig ist, diese Verbindung, diese Stillzeit, das gestreichelt werden, die Wärme, den Herzschlag zu spüren, wie früher ja auch im Mutterleib drin, dann ist es einfach nur schade, wenn das nicht mehr stattfindet aus irgendwelchen ästhetischen oder Glaubenssätzen. Das ist echt traurig. Du sagst ja immer wieder zurück zur Natur. He? Genau, das wäre mein Wunsch, meine Botschaft an die jungen Mütter von morgen. Es ist keine Giftstoffe, die Natur hat das eigentlich nicht vorgesehen. Genau, ne? Pflanzt selber an, wenn ihr die Möglichkeiten habt und ja, schaut einfach, dass ihr die Kinder von diesen ganzen Belastungen, die da draußen warten, sowohl in der Ernährung, auch in den Medien, dass ihr sie weitestgehend schützt und fernhaltet. Das Handy hast du noch erwähnt, vorher noch ganz kurz während der Stillzeit, oder? Das ist auch in der Schwangerschaft. Ne? Auch in der Schwangerschaft. Wenn die Mütter immer hier das iPad, das alles so hier vorm Bauch haben, das ist gezeigt worden. Die Kinder, die haben teilweise wirklich Lernschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome. Das ist sogar eine Studie 2017 von der Bundesregierung gewesen. Also wirklich nicht, bitte. Ja. Und alles muss gut geplant sein. Ne? Das ist schon fängt schon so traurig an. Ne? Entgiften, ja. Entgiften, entgiften. Ja. Liebe Friederike, danke ganz herzlich über dieses Thema mit mir zu reden. Ich habe viel gelernt darüber. Ich bin aber auch voll deiner Meinung. Stillen ist das schönste Geschenk, was man einem Kind weitergeben darf. Ich bin auch glücklich darüber. Meine Frau konnte das auch allen 4 Kindern schenken. Und sie sind auch alle stark im Leben, sie haben ein starkes Immunsystem. Sie werden nicht einfach bei der ersten Grippe krank, kennen wir gar nicht. Ich sehe andere Leute, sehe ich ständig kranke Kinder, aber bei uns war das nie so. Und das ist sicher meiner Frau zu verdanken. Liebe Friederike, alles Gute. Danke sehr. Ihnen auch. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.